So, liebe Freunde der analogen Fotografie, heute beginne ich meinen Vlog mal aus Freiburg. Ich stehe gerade vor dem Fotogeschäft meines Vertrauens, Foto Dimas, und ich werde definitiv eine Kamera abholen, die ich vor einiger Zeit auf dem Flohmarkt gekauft habe und die jetzt repariert wurde. Um welches sich handelt, zeige ich euch, wenn ich hier drin war. Batterie habe ich jetzt eingelegt und werde jetzt damit einfach mal Richtung Berg fahren, hoch aufs Loipenhaus, und da kann man sicherlich noch ein paar schöne Landschaftsbilder machen. So, nach meiner Pleite mit Freiburg bin ich jetzt doch noch mal den Berg hochgefahren. Bin hier am Loipenhaus bei Höchenspand und ja, hier ist schon ziemlich viel los. Also ist natürlich auch hier ein beliebtes Langlauf-Skigebiet und auch Spaziergänger gehen hier gerne entlang. Aber ich will jetzt zu der kleinen Kapelle da hinten gehen und vielleicht noch ein paar schöne Landschaftsfotos machen und mal gucken, wie die rauskommen. Es ist jetzt circa 3:30 am Nachmittag, die Sonne geht schon relativ früh unter. Meine Hoffnung war, dass ich noch vielleicht ein Bild krieg, wo ich auf die Wolken drauf fotografieren kann, weil wir sind jetzt ja doch ein paar Meter über Waldshut. Heute Morgen war es noch ziemlich grau und neblig, aber jetzt ist die Sonne irgendwie gerade auch unten in Waldshut angekommen und ich habe gedacht, ich muss mich jetzt beeilen, damit ich vielleicht noch ein paar schöne Fotos hier oben kriege. Ich wollte jetzt hier gerade von dem Weg, den wir hergekommen sind, noch ein Bild machen, aber zu spät, Film voll. Wir haben jetzt gerade schon zurückgespult. Hier ist das gute Stück, scheint bestens zu funktionieren. Und ja, ich glaube, ich muss gleich noch in die Dunkelkammer den Film entwickeln. Also hier ist sie, die schöne Kamera. Meine neu gerichtete Olympus OM1. Den Film habe ich schon zurückgespult. Ich nehme jetzt nur noch hier quasi raus aus der Kamera. Und tada, hier ist er. Schaut euch mal die Kamera an, die ist wirklich in einem super Zustand. Und das für einen Zehner auf dem Flohmarkt. Sogar die Version MD, das heißt, ich kann da noch einen Motordrive dran machen, aber ich glaube, das lasse ich. Das sieht alles hier noch so schön jungfräulich aus. Zeige es euch mal hier an der Kamera.
wirklich Top-Zustand. Und eben was nicht mehr funktioniert hat, war hier der Aufzug. Und der wurde repariert. Gut, das hat ein bisschen Geld gekostet. Fotodimas wollte 100 Euro. Hat er auch gekriegt. Und das ist mir die Kamera definitiv wert. Aber okay, jetzt zum Eigentlichen, zum Film. Hier habe ich die Dose, da habe ich schon meinen Dunkelsack liegen. Was braucht man dafür? Ich brauche noch eine Schere. Dann haben wir hier die Spirale, auf die das Ganze draufkommt. Und dann quasi, der Film wird hier quasi auf diese Spirale gewickelt. Hier gibt es irgendwo, gibt es hier Eingänge. Hier seht ihr das. Also das Erste, was ich machen muss, ist den Film zurechtschneiden. Dann schneide ich hier mal noch die Ecken ab. Ja, das geht noch. Und dann wird der Film im Prinzip hier reingespult, abgerollt und dann quasi mit dieser Bewegung auf die Spirale draufgewickelt. Aber das Ganze müssen wir natürlich in vollkommener Dunkelheit machen. Jetzt können wir das Ganze schon wieder rausholen. So, hier haben wir die Dose, da ist der Film drin, das ist die Patrone und jetzt braucht man, die Schere fällt aus dem Ärmel raus. Ja, sehr schön. Und somit gehe ich jetzt einfach mal rüber und werde den Film entwickeln, wie das geht. Habt ihr, glaube ich, schon in meinem Video gesehen, wie entwickle ich meine Filme. Ja, von daher sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich den Film aus der Dose hole und wenn es quasi spannend wird. Und dann kommt der spannende Moment. Hier haben wir wunderbare Bilder. Dann hängen wir den Film dahin zum Trocknen und überwachen. Wunderbar. So, liebe Freunde der analogen Fotografie, jetzt kommen wir zum Fazit von der schönen Olympus OM1. Macht eins nicht. Ich habe so fotografiert. Ihr seht hier meinen Zeigefinger, der so schön übers Objektiv hängt. Das ist das, was ihr gesehen habt in den Bildern. Die schwarze Abschattung war mein toller Zeigefinger. Und ja, also wie gesagt, lieber, meine Hände sind einfach groß, ja. Aber dennoch kann man, ich halte die Kamera so und kann man hier wunderbar ohne Abschattung des Fingers fotografieren. Das ist leider schief gegangen bei meinem kleinen Ausflug zum Loipenhaus, dass ich immer meinen Zeigefinger ins Bild reingestreckt habe. Tut das bitte nicht. Ansonsten ist es eine sensationell schöne, kompakte, analoge Kamera, die ganz rein mechanisch funktioniert. Ich freue mich sehr, dass der Lichtmesser bei dieser Kamera so gut funktioniert. Eins werde ich jedoch nicht mehr machen. Ich werde nicht mehr die 1,5 Volt Batterien reinlegen, weil da habe ich einen Unterschied, eine Unterbelichtung von 2 Blendenstufen gehabt. Ihr erinnert euch ans letzte Video. Bei der Praktika war das noch okay. Da war der Unterschied eine Blendenstufe. Das heißt, wenn ich einen 200 ASA-Film einlege, kann ich auf 100 belichten und kann mich da auch weitgehend auf den Belichtungsmesser verlassen. Aber hier, denke ich, würde ich dann eher zu diesem Adapter greifen und eine 1,35 Volt Hörgerätebatterie einlegen, damit der Belichtungsmesser einfach stimmt. Habt Spaß, schießt Film und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr dürft mir gerne wieder einen Daumen nach oben geben und wir sehen uns zum nächsten Mal.